Servus meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder damit bei seid, bei meinem neuen Video, hätte ich jetzt fast gesagt. Es ist aber gar kein Video, sondern leider nur eine Audiodatei, die dafür so wichtig ist, wie all meine Videos bislang zusammen. Denn ich möchte euch kurz meine Meinung zu Artikel 13 mitteilen. Ich habe lange überlegt, ob ich mich zu diesem Thema äußere oder nicht, bin dann aber zu dem Entschluss gekommen, dass das Thema zu wichtig ist, um es einfach so in Sande verlaufen zu lassen. Ich möchte auch gar nicht zu sehr auf den Artikel 13 an sich eingehen, denn das haben schon viele weitaus qualifiziertere YouTuber als ich es bin gemacht und ich wollte jetzt nicht einfach hier mir Videos anschauen und mich schlau lesen und dann die Leute hier mit gefährlichem Halbwissen verrückt machen. Also bitte nicht falsch verstehen, ich finde es gut, jeden YouTuber, der das Thema behandelt hat, der Videos zu produziert hat, der sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Da waren wirklich gute Videos bei, gute Zusammenfassungen bei, wie ich es hätte nicht besser machen können. Das war ja wirklich zeitweise ein riesen Hype hier auf YouTube. Ich finde es auch gut, dass es so groß und bekannt auf dieser Plattform geworden ist. Was mich persönlich so ein bisschen stört, ist, dass es in den öffentlichen Medien, Fernsehen, Zeitung, Radio, nahezu keine bis nur sehr wenige Informationen zu gibt. Sonst wird über jeden Pieps berichtet und über das Thema reden jetzt Politiker hinter verschlossenen Türen schon tagelang miteinander und im Radio, Fernsehen hört man nichts davon. Da bekommt man schon das Gefühl, dass das extra klein gehalten wird. Ich meine, ich bin auch kein Freund davon, Leute vorzeitig wild zu machen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass YouTube gelöscht wird oder es wird in irgendeiner Form weitergehen. Und es betrifft ja nicht nur YouTuber, es betrifft eigentlich alle, die soziale Netzwerke nutzen. Ob es Instagram ist, ob es Facebook ist, ob es WhatsApp ist. Es betrifft einfach zu viele Leute dafür, dass das Thema so klein gehalten wird. Spätestens jetzt vor ein paar Tagen, wo das Thema durchgewunken wurde, da hätte ich mir mal Radiobeiträge, Fernsehbeiträge gewünscht. Es gibt ja auch eine Unterschriftenaktion, die sehr erfolgreich läuft. Nur die wäre noch wesentlich erfolgreicher, wenn noch wesentlich mehr Leute darüber informiert werden würden. Ich kann mit meiner Reichweite von nur 45 Abonnenten leider nicht viel erreichen. Aber ich fordere die Medien hier mit an dieser Stelle auf, zukünftig über Artikel 13 aktueller, informativer und intensiver zu berichten. Und um das nicht einfach so in den Raum stehen zu lassen, habe ich für mich entschlossen, ein kleines Experiment zu starten. Ich werde verschiedene größere Medien kontaktieren, um mal nachzufragen, warum sie so wenig zu Artikel 13 berichten. Und genau das kann eigentlich jeder von euch auch tun. Ich glaube zwar nicht, dass ich irgendwelche Antworten bekommen werde oder irgendwelche anderen Resonanzen. Jedoch sagt Schweigen manchmal ja auch mehr als 1000 Worte. Vielleicht dürfen große Medien auch schon gar nicht mehr über Artikel 13 berichten, wobei ich auch kein Freund von Verschwörungstheorien bin. Jedenfalls gebe ich alle Rechte von dieser Audiodatei ab. Das heißt, ihr dürft es runterladen, hochladen, teilen, verbreiten, wie ihr wollt, denn letztendlich mache ich es nicht für mich, sondern für alle, die wollen, dass das Internet ein meinungsfreier Raum bleibt. Und bedenkt bitte auch, dass es nicht nur Hobby-YouTuber wie mich gibt. Mein Kanal ist nicht konventionell. Ich verdiene hiermit keinen einzigen Cent. Aber es gibt Menschen, dessen Beruf ist es. Dessen Existenz hängt von sozialen Netzwerken ab. Und dessen Existenz wird durch nur eine falsche politische Entscheidung gefährdet. In dem Sinne, ich möchte keine Leute wild machen. Ich möchte keine Panik verbreiten. Aber haltet das Thema im Auge. Sprecht in eurem Bekanntenkreis drüber. Sprecht mit euren Freunden drüber. Wenn ihr eine Schule seid, vielleicht könnt ihr das mit euren Lehrern thematisieren. Schreibt eure Meinungen und Kommentare hier drunter. Es ist 5 vor 12, aber noch nichts entschieden. Ich bin mir sicher, wir werden noch zukünftig viel über Artikel 13 hören. Aufgeben ist jedenfalls nicht meine Devise. Bis zum nächsten Mal, euer Hypno-Ilke.